Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha Team. Jo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute für euch einen neuen Tabak rausgesucht. Und zwar war ich vorhin in der Shisha Bar und ja, habt ihr bestimmt schon mitbekommen, 7 Days hatte ja zwischendurch mal so eine Downphase. Aber der Shisha-Mann hat mir versprochen und gesagt, die sind jetzt wieder voll im Rennen. Deswegen habe ich mir einfach mal geglaubt und mir von 7 Days den Sweet Grape geholt. Ja, euch fällt es vielleicht schon auf. Sweet Grape. Da steht ja auch Weintrauben und eine Flasche Wein drauf. Scheint wohl doch nichts Neues zu sein, weil nach den neuen Verordnungen dürfen ja keine Lebensmittel und sowas mehr drauf sein. Auch der Name darf nicht mehr irgendwie dafür eine Kennzeichnung sein. Hat er die schöne alte Dose angedreht, Adi? Die ist voll, der. Ich war im Shisha-Laden. Im Shisha-Shop. In Potsdam. Ja. Der weil du nicht im Lager warst. Nicht im Lager. Pfui. Nie wieder. Egal, nichtsdestotrotz haben wir hier die 200 Gramm für 14,90 € und hinter diesem Tabak versteckt sich eine süße Traubennote und eine cremige Note. Also mehr wird darauf auch nicht eingegangen. Von daher starten wir einfach mal. Start. Ah, Johannes, alte Döschen drauf und man sieht sofort ein weiterer Beweis, dass es eine ältere Produktion ist, weil so dunkel kriegt ihr den Tabak definitiv nirgendwo mehr zu kaufen. Eigentlich. Es sei denn, du bist in Shisha-Bar. Also, riecht auch. Ja, doch. Dreh mich ein bisschen, aber ich gebe mal weiter. Okay, wollen wir vielleicht erstmal den Schnitt beschreiben, Flo? Du bist ja alter Hase, eigentlich müsstest du das wissen. Ja, okay. Ja, der Schnitt, wie du gerade angesprochen hast, ist halt mittel bis grob. Doch, du hast die Farbe angesprochen. Ja, das ist ja richtig. Jetzt red dich nicht raus. Ja, eingefärbt ist er auch noch, also noch ein Beweis für eine alte Produktion. An sich gar nicht mal so schlecht, ein bisschen überschüssige Molasse ist auf jeden Fall dabei, aber der Rest sieht eigentlich ganz nice aus, als ob er richtig gut rauchen würde. Ja, und dann darfst du den Geruch weiter beschreiben, weil du dich gerade so schwer weiter beschreiben getan hast. Ich habe nicht schwer getan. Doch. Also, sollte so klingen. Sollte so klingen, war gar nicht so gemeint. Also, er riecht cremig, er riecht auch traubig, aber doch irgendwie ganz schön chemisch. Also, es kommt nicht so richtig das rüber, was drauf ist. Also hier ist noch so eine Weinflasche, oh, der hat nicht geatmet. Den muss man wahrscheinlich dekantieren. Genau, ich kann ihn jetzt auch in die Nähe auskippen, das ist irgendwie blöd. Aber, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht die goldene Nase, das ist eigentlich eher Max. Darum werden wir es gleich nochmal weiterreichen, aber ich bin jetzt vom Geruch nicht so überzeugt. Wenn ich jetzt so dran rieche, riecht er so ein bisschen wie der Tabak, den wir in unserem allerersten Video vorgestellt haben. Zurückspulen auf das erste Video. Und mal jetzt reinschreiben, was es war, damit wir wissen, wer es gesehen hat. Ja, der Frozen Yogi. Ich finde, der hat so eine leichte Joghurtnote mit drin, stinkt was eigentlich ganz lecker ist. Aber ich muss sagen, von der Traube rieche ich nichts, weil Shisha-Tabak-Traube ist eigentlich immer sehr, sehr, sehr erkennbar und sehr, sehr, sehr speziell. Das riecht man eigentlich überall raus. Aber hier ist es auf jeden Fall keine typische Shisha-Tabak-Traubennote. So, dann kommen wir gleich mal zum Geschmack. Ja, was soll ich sagen? Also, dieses Cremige kommt auf jeden Fall rüber. Ich muss aber sagen, von der Traube schmecke ich persönlich so wenig bis gar nichts. Also, ich probiere nochmal, aber ja, so wenig wie möglich Traube ist da drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben Traube nicht so ganz verstanden bei 7 Days, weil, wie Max schon gesagt hat, im Geruch ist es sofort zu erkennen, im Geschmack merkt ihr sofort, dass es Traube ist, Trauben-Shisha-Tabak. Und das kommt hier gar nicht durch, nicht mal im Ansatz. Also, es ist irgendwas Süßes dabei, irgendeine leicht herbe Note, aber definitiv keine Traube, so wie man sie kennt. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, so einen Nachgeschmack habe ich so das Gefühl, wer von euch mal den Chaos Memento geraucht hat, den hatten wir auch mal zu Hause, wir haben glaube ich einmal probiert und dann gar nicht mehr, weil diese Zuckerwatten-Note, die da drin war, die war einfach nur süß und einfach, keine Ahnung, so mega eklig. Und ich weiß nicht, im Nachgeschmack finde ich, hat man hier auch so dieses leichte, ja, chemisch süße,
weiß nicht. Aber also wirklich leicht. Also bei Memento war das schon extrem krass. Ja. Der war wirklich unbrauchbar für mich. Das ist der nicht. Definitiv merke ich hier die Vanillenote von Seven Days. Ich habe mir mal den puren Vanille von Seven Days gegönnt. Und der ist auch ganz lecker, wenn man den so irgendwo untermischt. Der ist hier definitiv mit drin. So, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, dass hier dieser Vanille-Tabak mit beigemischt ist. Ja. Ja! Also mit ein bisschen Kälte könnte der vielleicht ein bisschen... Man könnte es probieren. Man könnte es probieren, also der typische, was Kälte betrifft, in Sweet Riesling so rein. Oder den anderen kurzen Frierfach. Oder so. Ja, wieder so eine Verlinkung auf das erste Video, ne? Okay. Vielleicht kommt denn durch die Kälte noch ein bisschen der Traubengeschmack durch. Versuchen könnte man es, aber... Nicht so sicher. Also der lässt sich halt gut rauchen. Ihr habt halt eine gute Rauchentwicklung. Mit der Cola habt ihr auch gar keine Probleme. Aber ja, irgendwie fehlt da so der krasse Geschmack, der mich überzeugt, den Tabak nochmal zu kaufen. Also hatte ich die Bar nicht so richtig. Ja, sorry. Das ist, er schmeckt mehr nach Kirsche als nach Traube. Was bei einem Traubentabak komisch ist. Genau. Also Probier- und Kaufempfehlung. Von unserer Seite eigentlich nicht. Nee, das würde ich nicht. Also, das ist, glaube ich, immer noch der absteigende Ast von Seven Days. Jetzt ohne es schlecht reden zu wollen, meine persönliche Meinung. Ja, müsst ihr euch nicht kaufen. Also, Anwälte bitte unter dieser Nummer anrufen. Danke. Also, wenn ihr euch wirklich nochmal was von Seven Days holen wollt, dann achtet darauf, dass es wirklich eine neue Produktion ist. Aber ich habe jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, in dem Shisha-Laden gar nicht genau darauf geachtet, ob da irgendwelche neuen Sachen dabei waren, wo es halt nicht drauf stand. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine neue Produktion in die Hände. Ich habe gehört, dass sie gar nicht mehr schlecht sein soll. Aber ja, wenn ihr so eine alte Dose irgendwo stehen seht, haltet euch fern. Lohnt nicht. Damit möchtest du noch etwas hinzufügen? Ja, aber ich will ihn gerne in die Tonne werfen. So, weg ist er. Ja, Leute, damit war es das auch schon wieder. Kleine Einführung, kleine Vorstellung von dem Tabak. Ja, gibt es leider nicht mehr zu sagen. Ich habe mir wirklich ein bisschen mehr erhofft, aber naja. Wir können halt nicht immer nur guten Tabak vorstellen. Ja, ist halt auch mal eine schlechte Produktion bei, aber ja. Hoffentlich beim nächsten Mal wieder einen besseren Tabak. Jo. Bis dahin, checkt mal unsere Social Media Kanäle aus. Die Links habt ihr alle in der Videobeschreibung, auch welches Setup wir gerade hier verwenden. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Stay fresh, stay ciao. Tuned, keine Ahnung. Jawohl. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Auf jeden Fall, der Fernseher ist gerade ausgegangen, kein Signal. Mega gepasst. Ja, nice. Passt zu dem Tabak. Ciao, ja, der nächste wird besser, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Schon wieder. Ah! Meine Fresse. Kann denn mal jemand Wasser rüberschütten oder so? Das prallt so ab und putsch. Gut, also kein Brett. Bahnisch mit Brettern heute. Zwei Fehlkäufer an einem Tag. So ein Ding.